Mein Name ist Benjamin von Fragfina und mit dem heutigen Video starten wir mit der ersten Folge unserer Review-Reihe rund um die betriebliche Altersvorsorge. In diesem Video werden wir dir erklären, auf welchen Grundlagen die Analysen der Verträge in den kommenden Wochen stattfinden wird. Ich wünsche dir viel Spaß damit. In den nächsten Wochen werden wir BAV-Verträge von verschiedenen Versicherungen einer Kurzanalyse unterziehen. Ziel ist es, anhand von ein paar prägnanten Kennzahlen aufzuzeigen, ob es sich tendenziell um einen guten oder nicht so guten Vertrag handelt. Dabei werden wir immer wieder von der gleichen Ausgangssituation ausgehen. Es handelt sich um eine Direktversicherung. Unsere Musterperson ist 30 Jahre alt, angestellt und zahlt 100 Euro monatlich in die Direktversicherung ein. Das eingezahlte Geld wird, sofern es bei dem Anbieter möglich ist, in ein MSCI World ETF gespart. Wenn du vorab noch ein paar grundsätzliche Informationen rund um das Thema BAV benötigst, dann schau doch gerne mal in unser Video Betriebliche Altersvorsorge einfach erklärt rein, was wir hier auch noch einmal verlinkt haben. An dieser Stelle noch ein kurzer Disclaimer. Es handelt sich hier ganz bewusst um eine Kurzanalyse, die lediglich eine erste Tendenz geben soll. Der Check ersetzt keine ausführliche und auf die individuelle Situation zugeschnittene Analyse. Im Rahmen des Reviews werden wir uns 5 Kriterien anschauen. Das sind unter anderem die Effektivkosten, das ist der Rentenfaktor, das ist die Geldanlage, das ist der allgemeine Aufbau und die Übersichtlichkeit der Unterlagen sowie ein paar aussagekräftige Bilanzkennzahlen. Wer unsere Riester-Review-Reihe schon gesehen hat, wird die Kriterien deren Bedeutung bereits kennen. Vom Grundsatz sind die genutzten Kriterien ein guter Gradmesser für jegliche Art der Altersvorsorge im Versicherungsmantel. Wir werden uns jetzt die einzelnen Punkte noch etwas genauer anschauen, damit du auch in der Lage bist, mit den Bewertungskriterien etwas anzufangen. Starten wir als allererstes mit den Effektivkosten. Gerade bei einer Versicherungslösung für die Altersvorsorge sind die Kosten immer einer der größten und wichtigsten Bestandteile. Bei einer Versicherung gibt es viele unterschiedliche Kostenarten. Das sind beispielsweise die Abschluss- und Vertriebskosten, die sich meistens zum Großteil auf die ersten 5 Jahre verteilen. Ein weiteres Beispiel sind die Verwaltungskosten, die dauerhaft vorhanden sind. Die Effektivkosten fassen alle diese Kostenarten zusammen und verteilen diese gleichmäßig auf die gesamte Laufzeit. Dies hat den Vorteil, dass die Kosten einfacher mit anderen Anlagen verglichen werden können. So kann man beispielsweise auf einen Blick die Kosten einer Versicherungslösung mit den Kosten eines Fonds vergleichen. Wichtig ist, dass die Effektivkosten nur dann aussagekräftig sind, wenn der Vertrag auch die gesamte Laufzeit über durchgehalten wird. Und hier gilt ganz klar, je niedriger die Effektivkosten, desto besser. Als nächstes schauen wir uns den Rentenfaktor an. Den Rentenfaktor benötigt man, um das angesparte Kapital mit dem Renteneintritt in eine lebenslange Rente umzuwandeln. Die Berechnung funktioniert dabei wie folgt: das angesparte Kapital durch 10.000 mal dem Rentenfaktor. Hier das Ganze auch einmal in einem Beispiel. Angenommen, man hat über die Vertragslaufzeit 100.000 Euro angesammelt und der Rentenfaktor beträgt 25 Euro, dann sieht die Berechnung wie folgt aus: 100.000 Euro durch 10.000 mal 25 Euro gleich 250 Euro. Das heißt, bei den angenommenen Zahlen würde die lebenslange Rente 250 Euro betragen. Zusätzlich kommen noch Überschüsse dazu, die die Versicherung erwirtschaftet. Diese sind aber nicht garantiert und auch erst einmal unabhängig vom Rentenfaktor. Beim Rentenfaktor unterscheidet man zwischen dem prognostizierten Rentenfaktor und dem garantierten Rentenfaktor. Der prognostizierte Rentenfaktor gibt an, wie hoch der Rentenfaktor mit Erreichen des Rentenalters sein wird bei heutiger Rechnungsgrundlegung. Das heißt, wenn die grundsätzlichen Rahmenbedingungen so bleiben, wie sie jetzt sind, dann wird das der Rentenfaktor sein, den man im Alter hat. Hier kann man relativ pauschal sagen, je höher der prognostizierte Rentenfaktor ist, umso besser, da mit einem höheren Rentenfaktor eine höhere Rente einhergeht. Dieser Wert ist jedoch nicht garantiert, sondern lediglich eine Hochrechnung. Der garantierte Rentenfaktor gibt an, welchen Rentenfaktor man in jedem Fall erhält, egal wie die Entwicklung der Rahmenbedingungen im Laufe der Zeit ist. Der garantierte Rentenfaktor gibt somit das Worst-Case-Szenario, also die garantierte Untergrenze, an. Jetzt könnte man ja meinen, dass genau wie bei dem prognostizierten Rentenfaktor auch hier ein möglichst hoher garantierter Rentenfaktor optimal ist, doch das lässt sich so pauschal nicht sagen. Garantien haben immer den Nachteil, dass sie unflexibel machen und meistens auch teuer sind. Ein hoher garantierter Rentenfaktor kann dazu führen, dass die Versicherung eingeschränkt in ihren Handlungsmöglichkeiten ist, da sie zunächst die Garantie bedienen muss. Das kann wiederum dazu führen, dass Überschüsse geringer ausfallen und somit letztlich die tatsächliche Auszahlung auch niedriger ausfällt, trotz erstmal eines höheren garantierten Rentenfaktors.
schauen wir uns als nächstes das Thema der Geldanlage an. Was ist hiermit überhaupt gemeint? Bei einer Versicherungslösung wie der Direktversicherung im Rahmen der BAV gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten, das Geld, was monatlich gespart wird, zu investieren. Die eine Möglichkeit ist über einen sogenannten klassischen Tarif. Das bedeutet, dass man einen Garantiezins hat, der aktuell im Jahr 2021 bei 0,9% liegt und im nächsten Jahr auf 0,25% gesenkt wird. Neben dem Garantiezins kommen noch Überschüsse dazu, die die Versicherung erwirtschaftet. Diese Art der Geldanlage ist nicht wirklich sinnvoll. Die Garantie ist sehr gering, sogar deutlich unterhalb der Inflation, und auch die Überschüsse, die die Versicherungen erwirtschaften, sind aufgrund des Niedrigzinsumfelds auch eher gering. Aus diesem Grund sollte man eher zur sogenannten fondsbasierten Variante greifen. Hier wird das gesparte Kapital in einen oder mehrere Fonds investiert, aus denen man frei wählen kann und deren Zusammenstellung man über die Vertragslaufzeit auch regelmäßig verändern kann. Hier sind die Renditeerwartungen natürlich deutlich höher als über die klassische Variante, und daher schauen wir uns auch nur diese Variante genauer an. Konkret werden wir uns hier drei Dinge anschauen. Zum einen, aus wie vielen verschiedenen Geldanlagen man überhaupt auswählen kann. Hier kann man grundsätzlich sagen, je mehr Auswahlmöglichkeiten, desto besser. Somit bleibt man in der Geldanlage sehr flexibel und kann die Anlagen nach seinen Wünschen zusammenstellen. Dann werden wir uns anschauen, ob es die Möglichkeit gibt, in ETFs zu investieren und wenn ja, aus wie vielen unterschiedlichen ETFs man auswählen kann. Und als drittes schauen wir uns an, ob es die Möglichkeit gibt, in nachhaltige Geldanlagen zu investieren. Darauf folgend schauen wir uns den allgemeinen Aufbau und die Übersichtlichkeit der Angebots- und Antragsunterlagen an, insbesondere ob das Ganze verständlich und gut lesbar aufgebaut ist und wie viele Seiten der Antrag und die weiteren Unterlagen haben. Im letzten Schritt schauen wir uns ein paar aussagekräftige Bilanzkennzahlen an. Das ist zum einen das Eigenkapital. Das Eigenkapital gibt an, was übrig bleibt, wenn man die Schulden von den vorhandenen Vermögenswerten abzieht. Daher ist ein hohes Eigenkapital erst einmal ein gutes Zeichen. Des Weiteren schauen wir uns die Kapitalanlagen an, also wie viel Geld wird vom jeweiligen Anbieter im Rahmen des Versicherungsmantels investiert. Auch hier ist ein hoher Wert tendenziell gut. Als dritten Wert schauen wir uns die Nettoverzinsung im Schnitt der letzten 3 Jahre an. Diese sagt aus, was über alle Geldanlagen und Verträge hinweg nach Abzug der Kosten in den letzten 3 Jahren als Rendite erwirtschaftet wurde. Auch hier gilt logischerweise, je höher der Wert, desto besser. Und zu guter Letzt schauen wir uns die Verwaltungskostenquote an. Diese sagt aus, wie effizient insgesamt im Unternehmen gearbeitet wird. Je geringer der Wert ist, umso besser. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und die Informationen werden dir in den kommenden Checks der BAV weiterhelfen. Wenn du weitere Informationen rund um das Thema Finanzen und Vermögensaufbau haben möchtest, dann abonniere gerne diesen Kanal und schau auf unserer Seite fragfina.de vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.